So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren Ausgabe hier in Forza Horizon 5. Wir sind zurück und heute schauen wir uns ein neues Fahrzeug an. Es ist natürlich eine neue Woche und das heißt natürlich auch im Carpass gibt es ein neues Fahrzeug. Und heute ja, wird es ein bisschen älter. Nachdem wir letztes Mal den STI S209 hatten, geht es jetzt in die Vergangenheit von Renault. Ja, mein französisches Auto, was hier ein neues Fahrzeug reinbekommt, nämlich den Renault 8 Gordini. Ja, so ein bisschen vergleichsweise das, was wir als NSUTT hatten, haben die Franzosen damals damit gehabt. Um kurz zu erklären, damals war es halt noch in den, ich glaube 60er Jahren müsste es gewesen sein, wenn ich mich ganz irre. Es waren die 60er Jahre, wo man halt sehr gut Werbung noch mit Rallye und Motorsport machen konnte. Und Renault wollte da auch dabei sein. Und da haben sie damals den bekannten Rennfahrer und Rallyefahrer Gordini, heißt er mit Nachnamen, hieß er damals, deswegen heißt er auch Gordini, engagiert. Ey, Digga, wir haben den wunderbaren, also wir haben bisher nicht so gesprochen, aber ich versuche das jetzt mal in unsere Sprache zu übersetzen. Wir haben da unseren Renault 8 und wir würden auch gerne Rallye mitfahren. Und der hatte sich halt ein bisschen reingesetzt. Und ja, Renault war mit diesem Fahrzeug dann doch sehr erfolgreich. 5 Autos in einer der Rallyes angetreten, 4 davon in Top-Positionen, sogar mit Siegeskandidat. Und dementsprechend, das ging schon gut. Natürlich hat man sich dann gesagt, gut, dann diesen Wagen können wir natürlich auch so als Straßenvariante bringen, weil wir haben das Rallye-Auto gezeigt, das lief sehr gut. Und dann kam dieser wunderbare Kollege eben als Straßenversion raus, die wir jetzt hier haben. Also wir haben jetzt nicht die Rallye-Fassung, sondern das Straßenfahrzeug des Gordini mit eben den Anleihen. Einerseits der blaue Lack, der ganz typisch war, den wunderbaren Rallye-Streifen und eben den 4 Scheinwerfern. Der normale Renault 8 hatte nur 2. Der Gordini hatte eben vorne noch diese Zusatzscheinwerfer in die Front bekommen, eben als Anlehnung an die Rallye-Fahrzeuge. Und ja, nicht viel Dampf haben wir drunter. 1,25 Liter müssten wir, glaube ich, gerade mal haben. Aber wie gesagt, die schlummern halt hier hinten. Und das Ganze auch mit Heckantrieb. Also wir haben einen Renault mit Heckmotor und Heckantrieb. Ja, das ist auch schon lange nicht mehr so der Fall gewesen. Da kamen die V6 Modelle, hatten das noch gehabt. Aber ihr seht, auch wirklich, das ist auch wirklich ein Heckmotor. Ne? Also ihr seht, der sitzt hinter der Hinterachse. So wie es halt bei dem Porsche der Fall ist. Mittelmotor ist ja eben da drauf oder davor, bla bla bla. Auf jeden Fall, wirklich ein Heckmotor, den wir hier drin sitzen haben. Und ja, wie gesagt, nicht viel Hubraum. Auch wirklich leistungstechnisch jetzt kein krasses Monster. Aber natürlich eben, wie gesagt, für die Zeit natürlich sehr krass. Und was man auch vielleicht, können wir vorne mal drauf machen, da vorne haben wir schon den Kofferraum und den Tank. Was man natürlich auch sagen muss, das ist jetzt auch kein Auto für große Leute. Also ich glaube, in meinem 1,94 hätte ich im Renault 8 Gordini meinen Spaß, weil ihr seht schon allein, wie der Charakter hier drin sitzt. Ihr guckt mal, wie weit das Lenkrad gerade mal von einem weg ist. Also ich würde höchstwahrscheinlich mit meinen Beinen alles berühren, nur nicht die Gaspedale, weil ich da gar nicht hinkommen würde. Aber sonst ist es schick, ne? Aber so klassische Sitze und so. Dann haben wir auch Gurte in der Kiste. Also überhaupt welche? Ich guck gerade mal, warte mal. Na, haben wir oben, sind da der B-Säule Gurte? Ich sehe es halt einfach nicht genau. Ich kann es euch nicht, ich würde es gerne sehen, aber ich kann es euch nicht erzählen, ob da, es könnten Gurte sein. Ach, sind aber, Alter, die Klangkulisse der Tür ist aber auch anders wild, ne? Das zeige ich euch gleich nochmal, das klingt sehr gut. Gut, wir machen die mal an und dann hören wir uns gleich nochmal kurz die Türen an, weil das klingt einfach, als würde ich gerade, keine Ahnung, eine Gegner so zuschließen wollen. Alter Verwalter, so, hören wir mal rein. Ich meine, dreht recht hoch, ne? Guck ich mal das scheiß Drehzahlband an. Das ist schon wild für den Hubraum und Vierzylindermotor in den 60ern. Klingt auch ganz nice. Ich kann mir auch vorstellen, dass der gar nicht so langsam ist. Wir werden es gleich mal ausprobieren. Aber ich mache nochmal alle Türen zu. Hört einfach mal. Das hat eine Soundkulisse. Warte mal. Echt, ist da was? Hört ihr mal beim Zumachen. Warte. Hört mal. Wenn die gleich hier aufgehen, dann hört ihr so wie so ein Ächzen. Warte mal. Ich versuche mal ein bisschen hier ranzugehen. Irgendwas ist hier gerade von den Scharnieren am Arbeiten. Okay, ich würde mal sagen, D435, wie gesagt, wir gehen mal ganz kurz in die Eckdaten rein, damit ihr mal kurz wisst, was wir hier anliegen haben. Wie gesagt, 104 PS, 117 Newtonmeter auf 855 Kilo, 40% Gewichtsverteilung vorne aus einem 1,26 Liter Vierzylindermotor. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Runde raus, wir drehen mal kurz eine Runde, einfach mal um kurz zu schauen, was der Wagen so kann, um mal einen kleinen Eindruck zu gewinnen. Jetzt habe ich mein Headset ganz leise gestellt. Das war die falsche Richtung, Lukas. Üben das mit der Richtung nochmal. So, wir drehen mal ein Ründchen. Ich bin mal gespannt, wie schnell dieser Wagen jetzt mit D-Klasse sich hier anfühlt. Ich meine, D-Klasse in Forza, wir wissen alle, das ist jetzt nicht unbedingt ein Freudensprung. Obwohl D435 schon recht hoch in der D-Klasse ist. Also D435 ist in der D-Klasse schon ordentlich angesiedelt. Da kann man nicht meckern. Und er geht dafür gar nicht so verkehrt ran. Aber man sieht auch, der Fahrer, der sitzt da ein bisschen geknautscht drin. Also wir haben da, es ist jetzt nicht ein Auto für große Menschen. Das ist ja eher was Kompaktes, was Kleines. Können wir mal kurz ein bisschen die Rallye-Eigenschaften testen. Und ja, wie gesagt, Gordini hat damals bei auch noch bei anderen Autos mitgeholfen. So ein bisschen wie Alpine war und wie Alpine immer noch kennen, war Gordini so ein bisschen damals der Haus- und Hof-Tuner oder die Haus- und Hof-Marke, die man am Ende etabliert hat.
halt mal kurz die Backen jetzt. Die, ich sag mal, trotzdem leistungsstärkere Version der Serienfahrzeuge angeboten hat, aber, hier dürfte auch sicher ein Schild verstecken, aber mit dem Hintergedanken bezahlbarer. Weil Alpine war auch damals schon recht teuer und Gordini war halt so, okay, wir bieten sportliche Alternativfahrzeuge für den Normalverbraucher an. Und das war halt so der Main-Gedanke hinter den Gordini-Fahrzeugen. Und wie gesagt, das Ding ja an sich eben darauf basiert, dass man erst die Rallye gefahren hat und darauf dann eben, ja, so, wisst ihr was? Wir bauen daraufhin ein Straßenfahrzeug. Da kam dann diese kleine Knutschkugel rum, die ich echt doch relativ schick finde. Aber wie gesagt, er hat schon so Ähnlichkeiten mit dem LS-UTT, den ich auch absolut liebe. Absolut schönes Auto. Wie gesagt, Bauform recht ähnlich, Antriebskonzept sehr ähnlich. Die LS-UTT-Rennfahrzeuge oder auch viele Straßenfahrzeuge mit ein bisschen mehr Leistung waren immer sehr geil, weil sie die Heckklappe so angekippt hatten. Und ich bin jetzt mal gespannt, was wir diesen Kollegen so tunen können. Ich würde ihn schon sehr gerne auch im Rallye-Einsatz gleich mal nutzen, in dem Dirt-Rennen, weil dann haben wir eine gute Mischung. Aber ich muss sagen, für die D-Klasse geht er schon gut. Also für D-Klasse-Fahrzeug ist er doch durchweg schon recht flott. Also beschweren kann man sich dann nicht. Also es gibt langsame Autos in der D-Klasse. Der ist da schon ganz gut angesiedelt. So, wie gesagt, Kappas technisch kriegt ihr den wieder kostenlos. Wir können auch gerade mal ganz kurz in die D-Klasse einfach mal einen Blick reinwagen und einfach mal schauen, wo er denn so ungefähr angesiedelt wäre. Wir können mal kurz hier auf Kaufen und Verkaufen gehen. So, dann gehen wir jetzt mal auf Performance-Klasse und gehen dann hinten auf die D-Klasse. So, D435, da ist der Gordini recht gut angesiedelt, muss man sagen. Er ist schneller als ein 2er Golf, also, ne, und da sind ein paar Jährchen dazwischen. Knapp nur langsamer als ein 200SX S3, 240SX S13 und die meisten wissen, was sie da haben. Also der ist recht gut angesiedelt, muss ich sagen. Also das ist schon für die Leistung, er hat halt den großen Gewichtsvorteil, ne. So, wir schauen mal, was wir damit so schön anstellen können. Wir gehen erstmal hier rein. Wir können einen Motor swappen. Wir können auf einen 3,2 Liter 6er gehen. Klingt aber auch wild in der Kiste. 6,2 Liter V8. Wie auch immer das da hinten reinpasst, aber irgendwie klappt das anscheinend. Und ein 1,6 Liter rein 4er Turbo Rally Motor. Ich glaube, aus dem V8 könnte man am meisten Leistung rausholen. Aber ich weiß ja nicht, ob ich einen Motorswap machen möchte. So, Allrad möchte ich nicht einbauen. Wir bleiben mal bei dem Antriebskonzept. Wir könnten den Motor noch Turbo laden oder Kompressor laden. Das geht. So, wir haben ein paar Anbauteile. Das gefällt mir gut. Okay, wir haben Zusatzleuchten. Dann haben wir eine Forza-Lippe und ich denke mal, ja, Stoßstange entfernen. Aber Zusatzleuchten sind geil. Noch weitere Zusatz-Rallye-Leuchten, die nehmen wir gerne. Dann gibt es leider nur die typische Forza-Theke, die gefällt mir nicht so gut. Und wir können hinten die Stoßstange auch noch abnehmen. Weil da hätte ich mir noch ein paar mehr Teile gewünscht. So Mudflaps oder irgendwie so Kleinigkeiten. Das ist aber eine vertane Chance. Da hat aber jemand eine Chance vertan, meiner Meinung nach. Aber na gut. So. Wir werden ihn ja, wie gesagt, jetzt gleich optimieren für eben den Offroad-Einsatz. Und dementsprechend möchte ich natürlich die Reifen anpassen. Wir werden auf schöne Offroad-Reifenmischung gehen. Was krass ist, dass das alleine schon fast 70 Punkte bringt. Das ist schon nicht verkehrt. So, felgentechnisch würde ich gerne was anderes fahren. Ich weiß nur nicht was, weil irgendwie alles, glaube ich, in dem Spiel leider das Problem haben wird, zu modern zu sein. Wir sprechen hier ein Auto aus den 60ern. Da gibt es einen gewissen Stil, den man da einzuhalten hat, finde ich, damit man nicht komplett daneben liegt. Aber ich gucke gerade mal kurz. Na, die alten, hier diese OZ-Felgen, die alten, die würden halt gut gehen. Ja, die Rallye-Felgen gehen halt gar nicht, leider. Ich gucke gerade mal. Speedline. Die könnte man... Alter, was sind das für eine Reihe? Wir gucken ja mal, was für eine Reifenbreite. Das ist ein Fahrradreifen, Alter. Die würden noch halbwegs gehen. Aber es ist schon sehr schwierig, finde ich, für den Felge zu finden, die auf dem Wagen harmonisiert. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich bin viel zu weit rausgegangen mittlerweile. Die da irgendwie so perfekt drauf aufgeht. Ich finde auch die Felgengröße serienmäßig schon zu groß. Oder bin ich bescheuert? Ich finde, er hat eine zu große Felge. Ich würde die fast gerne verkleinern und nicht vergrößern. Selten, dass ich das sage, aber es ist ein Auto, wo ich eine kleinere Felge, glaube ich, so optisch ein bisschen ansprechender finden würde. Oder wir machen einfach mehrteilige Rotiform drauf. Ich meine, mehrteilige Rotiform sind die Antwort auf allem. Wann erhält Corona mehrteilige Rotiform? Das kann so einfach sein. Nee, die sehen nicht so gut aus. Sowas, ja, das ginge sogar. Das passt als Rallye-Felge auch optisch dazu. Können wir kleiner gehen? Können wir nicht, wir können nur größer gehen. Jo, 20 Zoll, das sieht affig aus. Machen wir nicht. Okay, wir fahren 135er Reifen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, den Begriff. Wir können auf maximal 185er gehen. Ach Gott, ist das knuffig. Ach du Kacke. Okay. Bremsen können wir auf jeden Fall verbessern. Fahrwerk. Ich will mal kurz gucken, wie das Rennfahrwerk aus. Boah. Das war tief, aber auch nice. Aber ich hätte gerne
Ich würde gerne Offroad-Einsatz machen, aber wir lassen das Serienfahrwerk dafür mal drin. Wir lassen Serienfahrwerk mal drin. Käfigbaumereien, weil glaubwürdiger. Ich finde, das passt einfach ganz gut zu dem Auto. Gewicht reduzieren können wir auch noch. Das sind zwar nur 60 Kilo, aber ich meine 60 Kilo. Bei 800 Kilo sind 60 Kilo prozentual schon viel, wenn man so darüber nachdenkt. Ich bin überlegen, dem Originalmotor einen wunderbaren Freund namens Turbola zu schenken. Ne? Da, die werden sich besten verstehen, das sind beste Kumpanen. Wie gesagt, wir können auch einen V8 oder sowas reinbauen, aber irgendwie sehe ich das nicht in der Kiste. Ich finde den Klang, die Klangkulisse wichtig, dass sie bleibt. Das machen wir mal. So, was ich jetzt auch mal gucken will. Auspuff, was machst du klangtechnisch? Finde ich gar nicht mal so geil. Lassen wir sein. Wir können ihn aber noch höher drehen machen. Das wäre geil. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich glaube, wir bauen ihn mal auf eine schöne, solide B-Klasse auf. Da brauchen wir mit dem Turbolader auch nicht viel mehr machen. Wir machen noch einen Turbolader drauf, noch eine schöne Ansaugung. Und vielleicht noch ein schönes Schwungrad. Dann haben wir einen schönen B-Klasse-Tune. Ich will den gar nicht voll aufbauen. Da habe ich bei dem Auto gar keinen Reiz dran, weil ich das auch bei dem Auto irgendwie Quatsch finde, weil das wird sich am Ende nicht gut fahren. Also, glaube ich nicht. Da ist das mit dem Gewichtsverhältnis haut einfach nicht hin sonst. Wir haben mit 62 PS, 229 Newtonmeter auf 835 Kilo aus dem 1,255 immer noch Vierzylinder-Motor. Ne? Wir haben Hubraum nicht erweitert, wir haben nur einen Turbolader drauf geklatscht und Reifen ein bisschen verbessert. Getriebe könnten wir noch machen. Wir bauen noch ein Renngetriebe ein, dann ändere ich da hinten gleich was. Ich baue das Renngetriebe auf jeden Fall ein, weil das hätte ich gerne. Dann muss ich nur hier irgendwas reduzieren, jetzt weiß ich noch nicht was. Scheiße. Weil das, ja, lass mal den serienmäßigen Turbo da. Machen wir den Turbo nicht größer, sondern machen den Vergaser vielleicht stärker. Machen wir den Vergaser besser. Ansaugung haben wir ja schon. Obwohl, nee, wir machen die Ansaugung raus. Warte mal, das hier raus. Und jetzt machen wir den Turbo wieder drauf. Wunderbar, so rum machen wir das eher. Vergaser ist dann zu viel. Wie gesagt, ich möchte gerne in der B-Klasse bleiben, weil ich ihn da ganz gut angesiedelt finde. Ich glaube, wir können aber nicht viel machen jetzt mehr, ne? Der 93. Ja, da Luftkühler können wir machen. Da haben wir 218 PS, 231 Newtonmeter. 871 Kilo, wir haben jetzt ein bisschen Kilo zugenommen. Aber das ist, denke ich mal, immer noch sehr gut. So, wir machen natürlich auch keine Livery drauf. Erst recht, weil das eben die klassischen Farben von dem Fahrzeug sind, eben blau mit den weißen Streifen. Deswegen, das passt. Wie gesagt, B-Klasse, da würde ich ihn auf jeden Fall mal behalten. 231 km/h Topspeed. Das ist, denke ich, in Ordnung. Können ein bisschen vielleicht noch mal draußen, aber ich glaube, viel geht der eh nicht. Da geht gar nichts. Okay, lassen wir das. Nein, wir gehen einfach zurück und wir machen gar nichts. So, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Und schauen mal, wie gesagt, B-Klasse getuned. Dürfte jetzt noch mal ein bisschen mehr Spritzigkeit und auch im Vorzeigebereich noch ein bisschen sich besser anfühlen. So, wir gucken mal kurz in den Meisterpunkten. Bescheiden Angeber, Spitzenreiter. Hier gibt es nochmal Credits. Hier drüben haben wir einen Rear-Spin. Das ist natürlich auch nice. Gucken wir mal, ob wir den vielleicht noch catchen können. So, wir gehen mal auf die Map. Wir suchen uns mal ein schönes, wunderbares Dirt-Rennen raus, wo der Wagen vielleicht mal ein bisschen zeigen kann, was er drauf hat. Das ist sehr viel Dirt. Ich hätte gerne schon eine gute Mischung eigentlich. Das sieht dann eine sehr gute Mischung aus. Da fahren wir mal einen kleinen Roadtrip in unserem wunderbaren kleinen Godini rüber. So, ich will nämlich auch mal gucken, ob das System, ich baue noch kein Allrad ein bei der Leistung, funktioniert. Das will ich gerne mal testen, weil, wie gesagt, wir sind noch auf unserem alten Antriebskonzept, weiterhin auf Heckantrieb. Und ich will mal gucken, ob das so weit aufgeht oder ob ich damit jetzt aufs Maul fliege. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz hier mit der kleinen französischen Knutschkugel mal testen, ne? Ob das so funktioniert. Aber man kann ihn auf jeden Fall schön. Gut. Ich hätte vielleicht das Fahrwerk anpassen sollen, Junge. Ich fällt jetzt auf, was für ein Gummibärchen das ist. Oh Gott. Ich bin den gerade in der ersten Probefahrt nicht genug hart genug gefahren, um zu merken, dass das Fahrwerk leichte Schwächen aufzeigt. Oh Gott, es gab. Uiuiuiui, okay. Wow. Ich glaube, das Fahrwerk hat so seine Mängelchen. Man merkt, so 60 Jahre als Fahrwerk, da 200 PS drauf zu geben und zu sagen, ich mache mehr Grip. Ich habe gemerkt, das ist gar nicht so smart gewesen. Scheiße. Ja, mit der Serienleistung ist das nicht passiert, aber mit mehr Leistung machen wir jetzt hier den Beetle. Wir heben nämlich das Beinchen. Und kippen auch schön um. Scheiße, müssen wir gleich mal gucken, ja. Ich sag mal, das macht es ganz interessanter. Das macht das Ganze nur interessanter. Alter, das Fahrwerk, Alter. Okay, ich hätte vielleicht das Fahrwerk doch machen sollen.
Obwohl das so natürlich ein bisschen lustiger ist, weil wir jetzt einen totalen Butterkarre haben, die. Aber, boah, wie Hölle. Aber finde ich gut, dass Forza das so schön umsetzt. Boah. Mal gucken, wir fahren ja auch Dirt-Strecken. Da kann sein, dass wir uns ein bisschen mehr eingraben und uns dann vielleicht noch eher überschlagen. Wir schauen mal. Ich bin mal gespannt. Eieieiei. Aber leistungstechnisch finde ich ihn jetzt sehr angenehm. Ich finde, das fühlt sich bei dem Auto sehr angenehm an. Also, mit dem Hintergedanken, wir sollten vielleicht das Fahrwerk noch anpassen. Kann ich empfehlen. Aber sonst fühlt sich das leistungstechnisch auf jeden Fall sehr gut an. Also sehr passend. Wir gucken mal. Er ist sogar empfohlen. Guck mal hier. Er ist sogar empfohlen. Darauf ein Schluck Tee, meine Leute. Wir sind zwar nicht in Großbritannien, aber ich habe jetzt hier keinen Wein. Und in die Uhrzeit saufe ich mir noch keinen Wein rein, Alter. Mit Grenzen. Oder anders, ich saufe mir um die Uhrzeit keinen Wein mehr rein. Es ist schon spät. Ich fange jetzt nicht mal an, Wein zu trinken. Außerdem habe ich keinen da. Gibt jetzt auch keinen. Tankstelle ist so teuer. So, gut. Gehen wir mal rein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall Escorts und so als Gegner. Das ist auf jeden Fall unsere richtige Zielgruppe hier. Von der wir erstmal schöne Fotos machen können. Hier mal ein schönes Klassenfoto wieder, Leute. Versteht ihr? Klassenfoto wegen Fahrzeugklasse. Ja, auch sonst bin ich der Lustigste in der Gruppe. Oh, wieder ein neues Auto. Neues. Guck mal hier. Es wird. Guck mal, da haben wir noch ein paar mehr Escort. Guck mal, der macht auch fast einen Wheelie. Der macht einen. Machst du einen Wheelie? Der macht du, okay. Never mind, eine B-Klasse Wheelie ziehen, das kann man ruhig machen, du. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der kleine Godini so kann. Mach Frankreich stolz. Ich fand nämlich fast nur gegen den ganzen, nur gegen Forts hier. Das Gute ist, der Vorderreifen geht hoch, nicht der Hinterreifen. Wir haben keinen Vorderreifen. Wenn wir Frontantrieb hätten, wäre das Konzept mit der Vorderreifen geht hoch extrem hinderlich. Aber so können wir das noch ausgleichen. Mit meinem waghalsigen Fahrstil und der Menge Fantasie. Das Doofe ist, ich habe gute Bremsen, aber die Karre macht gefühlt Stoppie. Das ist nicht hilfreich, weil die Vorderreifen so viel Druck abkriegen, dass sie nicht mehr zum Stehen kommen. Müsst ihr gleich mal gucken, beim Bremsen taucht der halt vorne, dank dem Fahrwerk, was wir drin haben, ein bisschen ein. Ich habe gedacht, ich krieg ihn eng genug. Jetzt aber. Guck mal hier, jetzt wird hier durchgeflogen. Komm, Godini, komm, Kleiner. Vamos. Ja, Offroad geht's. Offroad merkt man das mit dem Fahrwerk gar nicht so sehr. Offroad kann man das irgendwie noch ausgleichen, dass die kleine Knutschkugel hier keine Scheiße baut. Schön hier rein. Und umsetzen. Wunderbar. Oh, jetzt kommt Wasser. Ich hab's heute mit den Checkpoints. Der Wagen ist sehr klein. Normalerweise bin ich gewohnt, dass ich mehr Fahrzeugfläche habe, mit denen ich einen Checkpoint mitnehmen könnte. Der Godini nimmt das leider nicht so ernst. Eieieiei. Ist schön mit dem Wasser hier. Sieht gut aus, aber der Godini sieht. Der Renault saugt mir ab, ey. Ja, das war nicht wirklich. Also, noch ein bisschen tiefer und der Wagen ist weg. Komm schon, Kleiner, jetzt dreh hier. Alter. Ich habe auch die Strecke mit den meisten Wasserdurchfahrten genommen. Ja, sonst immer nicht so viel und wenig Wasserdurchfahrten. Lass mal die Wasserdurchfahrt mit der Karre, die Heckantrieb hat, sowieso schon mit ihrem Leben zu kämpfen, Mann. Ey! Ich fühle mich hier ein bisschen von den ganzen Escorts gemobbt. Ich bin ehrlich. Das ist eine ganz komische Eskorte hier. Ich krieg selber gerade Schmerzen bei dem Satz. Keine Sorge, wir teilen uns den. Oi. Ah, ja, komm da innen. Ui, Heckantrieb, scheiße. Der kleine Franzose kriegt das schon, den machen sich keine Sorgen. Ich habe das hier im Griff. Aber Offroad ist wirklich besser, das Fahrwerk. Offroad merkt man das mit dem Echttestproblem nicht so ganz. Das merkt man nur auf dem Asphalt, wenn wir zu viel Grip entwickeln. Hier geht das noch. Hier können wir mit den Unebenheiten das immer schön ausgleichen. Ja, und die Übersetzung müsste man vielleicht anpassen. Der zweite Gang ist gefühlt im Drehzahlgrenzen, wenn der dritte noch am Sterben ist. Das ist nicht hilfreich für einen gesunden Grundspeed. Gucken wir mal, ob wir jetzt Platz 8 hier gerade halten können. Eieieiei, okay. Fahrwerk taucht in alle Richtungen, nur nicht da, wo ich es brauchen kann. Da waren wir gerade mal ein bisschen schwanken. Da war der Godini ja ein bisschen betrunken. Da war zu viel Wein auf der Feier vorher. Boah. Okay, der Asphaltabschnitt ist natürlich jetzt richtig hilfreich für mich, weil ich Angst habe zu sterben.
Aber wir gehen trotzdem ans Limit. Ist egal. Auch auf zwei Reifen fahre ich das Ding hier nach Hause. Aber schön, wie das Fahrwerk simuliert ist. Muss man sagen, Playing Game, Chapeau. Das Fahrwerk ist genauso scheiße simuliert, wie es in echt war. Also natürlich, also in echt hat das nicht so krass gehabt, als ich gemerkt habe, weil die Geschwindigkeit nicht gefahren ist. Ich meine, da war halt bei 160, 70 Schluss. Und dementsprechend kommt man nicht in die G-Kraftbereiche, die das problematisch gemacht hätten. Wir jedoch kommen in diese G-Kraftbereiche. Kriegen deswegen ein bisschen aufs Maul. Aber es fährt sich doch nicht sehr lustig. Er hat seinen ganz eigenen Charme. Es ist ein Charme, Leute. Es ist sehr charmant. Sehr charmant, muss man sagen. Es ist ein sehr charmantes Fahrzeug. So. Ich würde sagen, eins fahren. Das könnte sehr lange dauern, aber ich würde es auch gerne. Ich muss es probieren. Wir müssen es testen. Nebenbei, es liegt Schnee hier oben. Wir haben nämlich Winter und das ist der einzige Bereich auf dieser Map, wo Schnee liegt. Wir haben in dem Stream schon gemerkt, ja, es ist kein wirklicher Tiefschnee. Also diese krassen Tiefschnee- und Schneephasen, die ja noch aus Großbritannien gewohnt sind, die gibt es hier im wunderbaren Mexiko leider nicht mehr. Ein bisschen schade. Also einerseits finde ich es gut, weil ich auch im Winter jetzt hier Sportwagen fahren kann, ohne mir Sorgen zu machen, die Schneeketten aufzulegen zu müssen, weil Großbritannien überall mit Koks voll war. Aber Nachteil ist natürlich auch, dass es ein bisschen zu wenig ist. Also unten im Tal ist halt nirgendwo was. Es ist halt nur der Berg und selbst der Vulkan ist nicht wirklich jetzt tief eingeschneit. Die Startphase lief schon mal nicht so gut. Aber wir kommen noch ran. Ich habe ein bisschen Angst vor den Haaren angekommen, dass wir einfach mit dem Dach zuerst in der Wand landen, aber ich... Oh Gott, noch ein Gordini. Wunderbar. Gordini-Power für die Renaults. Bei Leistung haben wir nämlich. Wir haben genug Speed. Wir haben halt nicht so die Kurvenlack. Da habe ich halt nicht drin investiert. Da habe ich halt nicht drüber nachgedacht, weil bei den meisten modernen Autos kannst du die Fahrwerke halt auch von mir aus erstmal in Ruhe lassen. Das funktioniert schon irgendwie. Nicht beim Gordini. Mehr Leistung funktioniert mit dem Serienfahrwerk nicht. Wir sind noch nicht umgekippt. Ich bin begeistert. Wir haben das irgendwie gehalten. Ich darf nicht. Ja, ich darf solche engen Slalomfahrten muss ich vermeiden, sonst wird es schwierig. Was haben wir? Problemchen. Na, lass mal sein. Oh Gott. Alles gut, ich hab's im Griff. Oh, wir haben gut Speed, komm. Backup, hilf uns die G-Kräfte. Die Natur ist auf unserer Seite. Ja gut, solche Drifts gehen auch. Solche Drifts gehen auch. Uiuiui. Okay, da wollte er abheben. In solchen Kurven habe ich leider dann nicht mehr alle Vorderreifen in der Luft. Das ist nicht so hilfreich. Hilfe, zu viel Slalomgefahr. Da schaukeln wir die Karre auf. Das können wir gerne vermeiden. Den Echttest gab es damals noch nicht. Es gab Gründe, dass der Gott sei Dank damals noch nicht existent war. So. Hilfe haben wir gleich. Wir sind noch dran. Also wir werden hier nicht um den Sieg mitfahren. Aber wir haben den coolsten Franzosen. Die Competition mal ein bisschen einschränken. Uiuiui, alles gut. Klappt schon. Nein! Die Kurven sind so ein bisschen mein Kasus Knacks und da funktioniert es hier nicht mehr ganz so gut, ihr wisst. Scheiße. Bitte gehen Sie weg, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich versuche hier zu überleben. Wortwörtlich, Alter. Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Ich habe zwar einen Käfig drin, aber alles drumherum faltet sich. Voll Gas! Hat ein Überholmanöver. Kannst dich auch nur einem Gordini trauen. Und wenn du dich an deinem Leben hängst. Auch. Nein, diesmal nicht. Jetzt behalte ich den siebten Platz. Meinen ruhmreichen siebten Platz. Man muss sich auch mit kleinen Sachen mal zufrieden geben. Wenn du siegen. Oh shit. Nein, Zeppler, weg. Geh. Nein. Oh, ich muss hier mich sehr breit machen, was mit dem Renault Gardini schwerer fällt, als das klingt. Weil wir sehr wenig Fahrzeugfläche haben, die sich bietet zu breit machen. Schlecht. Shit. Okay. Nein, okay, ja, jetzt werde ich rund gemacht. Jetzt machen sie mich rund. Komm jetzt. Wie ist es Top 10? Bei 12 Leuten ist auch nicht unbedingt ein krasses Ziel, aber jetzt sind die kleinen Dinge im Leben.
Mein anderer Godini ist auch letzter. Die Renault Godinis in der B-Klasse werden von den Escorts ein bisschen aufgeschnupft. Ich möchte das mal so vermeinen. Uiuiuiui. Aber wir haben uns im Rennen nicht auf den Sack gelegt, vor allem aufs Dach gelegt. Man merkt wirklich, dass er auf Asphalt diese Probleme ein bisschen mehr kriegt. Hier kriegt er so einen Hahn an, dann fängt er so ein bisschen an, das in den Reifen zu lupfen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt super geil. Aber das kann man eher kontrollieren. Aber wir vergessen jetzt mal, dass der Godini jetzt nicht unbedingt das geborene Rallye-Auto in Forza Horizon 5 ist. Er macht ganz viel Spaß, er sieht cool aus, aber er bringt sich halt auch gerne selbst um. Wir können das gerade nochmal kurz ausprobieren, wir haben hier vorne eine Hahnalkurve, ich versuche den Wagen mal kurz effektiv aufs Dach zu werfen. Irgendwann muss er doch kippen. Ja, Offroad kippt er nicht. Offroad fängt er nicht an zu kippen, Offroad kriegt er sich. Ja, man merkt, der Wagen ist eher für Offroad-Betrieb gewartet. Offroad hat er keine Probleme. Ja, auf den Handbremsen juckt ihn nicht. Aber wir haben ihn ja vorhin aufs Dach gekriegt, also wir haben es ja gesehen, es geht. Mit ein bisschen Geduld. Mit ein bisschen Können. Können auch Sie Ihren Godini aufs Dach legen. Also ihr habt gesehen, es ging ja. Ich krieg's jetzt gerade natürlich genau dann, wenn ich es mal haben will, nicht hin. Ja, ey, das will er echt nicht. Ey, wir haben den vorhin jetzt aufs Dach geschmeißt. Jetzt kannst du mit dem anfangen, Slalom zu fahren. Er macht nichts. Also gut schon. Also das Fahrwerk arbeitet trotzdem wie Butter. Weiche Butter, die 5 Stunden in der Sonne stand. Oder ein fröhliches Gummibärchen. Ja! Es geht halt echt. Du kannst die Karre halt, wenn du willst, auf Knopfdruck aufs Dach legen. Und mit dieser wunderbaren Neuigkeit. Welche raus für dieses Video? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ganz gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sind im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.